heiter geht's weiter mit Eriks und meinem romantischen Abenteuer. Wir machen heute wieder Politiker an. Hallo Erik. Hi. Okay, Erik. Du bist dran. Wir suchen übrigens noch nach einem Drucker, falls ihr euch erinnert. Genau. Is the photocopier in that room? Vergiss den Drucker! Die Hände! Vergiss den Drucker, schau bei der Hände an! We're gonna do something very, very cool, okay? Hast du auch Angst? Nein, ich bin so bereit dafür, diese Hand mir zu berühren. Just follow my lead and don't ask any questions. Habe ich nicht eigentlich dümmer betont? Ich weiß nicht. This is going to be basically the prank of the century. Passt für mich, nein. Aber diese Betonung hätte was. Aber weißt du was? Es passt. Der Kerl ist jetzt schon nicht gerade intelligent. Okay, wir öffnen. Vorsichtig. Die Tür und schleichen einfach rein. Genau. I see a man draped in shadow, seated on the floor in the middle of the room. Ich muss sagen, ich mag die Flagge eigentlich lieber als den Kalender. Shh. Stay stealthy, Chico. I don't wanna hear you make a sound. Ich find's so toll, dass er dich Chico nennt. I want to do my best to follow Donald J. Trump's orders, but I'm not quite sure what the best approach to stealth is. Ich bin mir sehr sicher, super wird. Should I mince about delicately on my tiptoes? Forcing my... Nick, nimm den Monster gerade weg. Oh. Dankeschön. Force my feet to do little more than whisper or slither across the floor like a snake, avoiding carpet stains along the way. Ich wollte sagen, ich hab bisher nichts verstanden. Ja, du schleichst. Ja, was Schleichen? Schleichen oder über den Boden kriechen? Wie kriechen über den Boden? Ist das Minz? Nein, das ist Slither. Okay, wir gehen nicht mit dem Minzbonbon. Sondern mit Slytherin. Wir slithern hier richtig. Ja. Guck ihn dir an! Ist es das Discord oder kann ich echt kaum erkennen? Der ist echt so unscheinbar gerade. Der ist vor allem super unscharf. Jetzt! Ah. Es ist Kim! Hermit Kingdom. Hermit, was ist das nochmal? Irgendwie so Einsiedler. Ja, genau. Das hat mir doch in Rusty Lake irgendwann mal. Ja, da habe ich schon nicht verstanden. Da gab es nämlich eine ganze Länge mit Hermits, oder? Oh, ja. Ich bin aufgeregt darüber die Folge, weil ich mir dachte, Nick, bitte lern Englisch. Oh, weißt du, worüber ich mich gestern aufgeregt habe? Erzähl. Wir nehmen das übrigens zum Tage auf und überall in Deutsch, also an meisten außer bei Erik und Hohen Norden, sind Schneestürme. Heute Nacht bin ich durch einen Schneesturm gefahren und auf einer Seite ist es glatt und voll geschneit und dann hatte ich einen hinter mir, da war auch 50er-Zone, ich bin 40 gefahren, habe mich nicht ganz so schnell getraut und der hat die ganze Zeit gedrängelt, hat mir mit seinen Halogenleuchten, ich hasse allgemein Leute, die weißes Licht haben, weil es blendet jeden, kann nicht jeder dieses charmante gelbe Autolicht haben, nein, der hat mir die ganze Zeit reingeblendet, dadurch, dass ich eh schon alles vorne nass hatte, hat es umso mehr geblendet, weil ich hatte ja dauerhaft den Schnee schmelzen müssen mit meiner Scheibenheizung. Naja, und der hat dann versucht zu überholen. Beim Schnee ist er dann umhergerutscht. Ich denke mir so, ey, wenn der gleich in mich reinfährt, ne? Ich raste aus. Der Typ hatte sie nicht mehr alle. Das hat mich so sauer gemacht. Vor allem, ich bin noch nicht oft im Schnee gefahren. Deswegen bin ich noch vorsichtiger gefahren. Erik, was sagst du denn dazu? Mercedes oder BMW-Fahrer? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ja. Ich muss sagen, ich hatte letztens mal einen Tag, da hätte ich im Schnee fahren sollen. Und mein Vater hatte irgendwie Angst darum, dass ich es nicht hinbekomme, so vernünftig. Also hat er sozusagen die Fahrt übernommen für mich und ich habe einfach nur ein bisschen mitgeholfen. Mhm. Ne, ich habe es jetzt schon mal gemacht. Ja, ich kam gut zurecht, aber dieser Typ,
Der hat mich so belästigt, so wie wir hier die Politiker belästigen. Du belästigst Politiker. Ich bin da verstört davon. Du bist Larry. Das heißt, du belästigst sie. Okay, das ist okay. Machen wir weiter. Du hast recht. Mist. Ja, er guckt sich Mangas an. Das ist nicht so wichtig. Oh, mit seinen schwitzigen Wurstfingern. Aber das ist wichtig. Ja, das ist wichtig zu erwähnen, weil das lustig ist. Der hat auch winzige Hände. Schau es dir mal an. Der hat auch allgemein sehr seltsam verformte Hände. Meinst du, er greift oft in so Bockwurstglas? Der hat die perfekt Bockwurstglashände. Mit diesen zusammengequetschten Armen kann er da so seine komplette Hand reinstecken und sich die Würstchen rausholen. Er hat generell sehr seltsame Körperproportionen, würde ich behaupten. Ja. Viel zu großen Kopf, der ganze Rest ist viel zu klein, die Hände erst recht. Ich find's toll, dass du einfach geil zu meiner Wurstanspielung sagst. Ah, gut. Nein. Oh, er ist nicht perverser. Ich distanziere mich davon. Der Nerdbart bei dir! Ich finde den Blick von Drumpf viel schöner. Oh mein Gott, die Hand berührt fast deine Schulter, Erik. Schau es dir an, so nach dem Motto. Haha, ha. Erik, du weißt, dass ich jetzt gerne wäre, die Tube. Ich wäre jetzt so gern diese Tube in dieser viel zu glänzenden Hand. Du bist gruselig. Weißt du, Erik, die Folge hatte schwach angefangen, da haben wir nur stumpf vorgelesen, aber ich finde, jetzt kamen wir wieder rein. Wir hatten eine lange Aufnahmepause, jetzt sind wir wieder drin in International Affairs. Nick, lass mich lesen. Drumpf taps me on the shoulder, retrieves a tube of superglue from his pocket and gestures at Kim. Er berührt sich tatsächlich an der Schulter mit seiner schwitzigen, winzigen Ölhand. Sein liegt richtig raus. Eek. A little more than a whisper. Warte mal, er kennt meinen Namen. Ja klar, er will nur rassistisch sein, nennt sich deshalb Chico. Jetzt nicht, oder wie? Little Larry, I wanna show you just how good acting bad can feel. Hä? How good acting bad can feel. Ah, jetzt habe ich den Satz verstanden. Hast du's? Ja, ich hab's verstanden. Also er möchte sozusagen beweisen, wie toll es sich anfühlt, gemein zu sein. Genau, gemein zu sein. Ja, wir machen mit und ärgern ihn. Okay, machen wir den kleinen verrückten Nordkoreaner. Ja, yeah, der kann zwar einen Atomkrieg auslösen, dann lassen wir ihn mal. Macht doch nichts, dann fliegt er in die Luft. Kein Problem, oder? Der kleine Dicke, ey. Oh. Wenn wir einen Spaß haben mit ihrem Atomkrieg hier. Ich glaube, der heult gleich so, wie er aussieht. Stimmt, wir haben noch gar keine Ahnung, was das eigentlich für ein Typ ist. Die Musik. What Licheli ist es? Du scheiß Rassist. What's wrong, little rocket man? Find yourself caught in a sticky situation. Diese Musik. Gott, ich will nicht zugeben, das ist genau mein Humor. Er heult. Oh. Ich fühle gerade diese Musik. Oh mein Gott, das war halt echt fast so meine Lache. Also ich finde, meine Lache passte eigentlich. Ja, so ist von selbstgefällig. How dare you laugh at me, Scoundrel? Oh Gott, ey. Dare you stuck? They're so stuck. Your hands, it's like, wow. They are scared to your head. Beruhig dich erstmal, du bist ja drum, du bist ja gerade. Es passt so außerdem gut zu dieser Rolle. Das ist unkontrollierbar. Es passt so gut einfach. Ja, komm, Kim, beweg dich. Na los. Eigentlich hasse ich Pranks, aber Drupp ist so eine scheiß Legende. Und das machen sie ja nicht in echt. Das glaubst du. Du voll your Insolenz! Oh, I'm so scared! Not loser! Ja, versucht sie zu wehren, der kleine Loser. Genau, mit befreien. fucking things! So fuck, shit!
Oh Gott, ich hab grad voll meinen PC getreten. Ah, das hat sogar weh. Hey Nick, das war es jetzt gerade eben mit der Monetarisierung dieses Videos. Wir werden sie eh nicht. Ich verdiene ja kein Geld damit, also jetzt sowieso ist nicht mehr ausgestellt. Jetzt sowieso nicht mehr. Wow, those tiny arms. Er redet von kleinen Armen. Okay, seine Arme sind gar nicht so klein, die Hände. Mm. Of yours must be very weak. Flap your wings, little butterfly. Break free if you can. Der kleine Schmetterling. Und er heult wieder. I can't. I'm sop. Oh. Sop. I'm. Besser. Ich hab gerade übrigens schluchzen. Maybe if you spend less time reading manga and more time enacting manga. Verstehe ich nicht. Your body would be big and strong. Like mine instead of little and weak. Ja. Manga ist sozusagen die Kampagne von Trump, Make America Great Again. Ah. Ah, okay, das wusste ich nicht. Jetzt weißt du es. Weißt du, dass ein Ding existiert? Magermilch. Wer kauft Magermilch? Also klar, es wird nicht mit A geschrieben, aber... Ich stelle mir gerade einfach vor, wenn die Make America Great Again Kampagne jetzt eigene Milch herstellen würde. Ich sag's dir, die patriotischste Milch, die du je gesehen hast. Ja, fast wie Gizmo bei Gremlins, der kleine das Patriot. Ihr wundert euch nicht, liebe Zuschauer, Erik guckt überhaupt keine Filme. Also, was Kultur anbelangt, Erik ist da ganz unten. Sagt der Typ, der Aufnahme macht, so wie gesagt, und Harry Potter nicht kennt. Ja gut, aber ich kenne trotzdem im Gesamtbild mehr Dinge als du. Und sie ist Wizard mehr Merlin und die Tafelrunde als Harry Potter. Aber es ist beides Zauberei. Ja. Egal, weiter geht's. Irisch. Du musst den guten Kim noch vertonen. Y'all such a jerk! Tlumpf! Why must you have always be so cruel to me? If I'm cruel, it's not only because that's what you deserve. Er ist so gemein. How can you say such an awful thing? You deserve it because you're a loser, Kim. Komm, Erik, hol das Loser-Phone. Naja, Loser. Naja. You deserve it because you're fat. Er ist doch der Big Boy. Guck mal, Erik, der Big Boy. I'm not fat, I'm big boned. Naja, sagen alle Fetten. Er hat nur große Knochen, natürlich. Believe me. Gerade den Händen. They don't make bones that big, okay? You're a big, fat, dumb, idiot loser. Just like Roly-Poly Rosie and everybody knows it. Ich liebe es, wie er spricht. Die zweite. Don't you agree, Larry? Isn't Kim a pathetic little shrimp who can't get it up? Komm, ich finde meine Trumpf-Aussprache ist in dieser Folge grundsolide. Definitiv. Also, dafür das Englisch mir nicht liegt, sie liegt... Soll ich pathetic? Aber, ich hab pathetic voll. Aber wo wir gerade von Brumpf reden, was meinst du? Ist gerade der Zeitpunkt, ihm Rücken zu fallen und mit Kim zu gehen? Nein! Oh. Guck mal, wie er sich freut! Ich wollte doch mal Kim anmachen. Oh mein Gott, wir kriegen High Five! Okay, Erik. Oh Gott. Wir klatschen jetzt die Hände und es soll sich möglichst saftig anhören. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ich habe so versucht, an meine Hand zu reiten, das riecht so richtig so. Das hat ein bisschen wehgetan. Nein, es sollte saftig sein, nicht doll. Ach. Ja, so riecht schön so. Gehört. Sehr gut. Das ist es. So klatscht man mit Trumpf ein. Tut dir nicht wenig, du musst noch irgendwie deine Maus bedienen und. Naja, du weißt schon. Erik, du weißt ja. Seit die ich mein PC besitze, ist mein
bin ich immer mit dem Rücken zu meiner Tür gerichtet. Das heißt, jeder kann jederzeit in mein Zimmer reinkommen. Und meine Mutter macht sich irgendwie einen Spaß immer wieder daraus, dass sie sich hier einfach hinstellt und da steht. Und ich erschrecke mich dann immer, wenn ich mich umdrehe, weil da jemand steht. Hast du keinen Schlüssel in dem Zimmer? Warum soll ich meine Tür abschließen? Ich bin doch nicht unhöflich. Genau dafür? Wir müssen Videos auf. Naja, sie hat ja nicht gesprochen. Ob sie rumschlawenzelt, hätte ich nie gemerkt, hätte ich mich nicht umgedreht. Die wäre wie so ein Geist gewesen. This guy gets it. Say something incredibly nasty to him. I'm talking the meanest shit you can think of. Erik, können wir darüber reden, dass ich die ganze Zeit irgendwie nur vorlese? Die ganze Zeit über, für die ganze Folge, wir sind schon fast am Ende und das ist eine reine Nick-Folge irgendwie. Larry ist halt zurückhaltend. Ja, das ist deine Rolle. Really kick him in the feelings, so to speak. I stare at him, his blubbering face not swollen and plain with tears. Es ist echt geschwollen. But Mr. Trumpf, I'm organizing a World Peace Festival. Ah, wir brauchen schon Frieden. Die beiden definitiv nicht. Nee. If it's going to be a success, I need the leaders of the Earth to work together, not fight. Brauchen wir nicht. Can we all just get along? Ich glaube, würdest du das Spiel spielen, würdest du da so spielen, dass die da alle einen Frieden am Ende haben und niemand solche Mobber wie Trump unterstützen. Jeder ein Stück vom Kuchen, genau. Ich spiele es eher so, dass es hier am Ende eskaliert. Ich hoffe es. Nee, ich glaube, ich würde das so spielen, dass ich erstmal mich voll auf einen Typen konzentriere und dann am Ende seine Gefühle breche. Oha! Und böse bin. In one word, no. In four words, hell to the no. Oh, den Kim. Die Musik allein, die Augen. Oh Gott. Show me what you got, kid. Really wreck this bitch. The desired level of cruelty. The higher the number, the sicker the bug. Was ist lustiger? Ach, ich verstehe beides nicht. Click to select your desired level of cruelty ist im Sinne von klicke hier, um dein gewünschtes Level an Grausamkeit zu bestimmen. Das andere ist im Endeffekt nur das gleiche. Je höher die Nummer ist, desto toller ist sozusagen die Beleidigung. Das wird besser. Ich will das. Du musst einfach noch eine Zahl klicken, glaube ich. Lisor, beleidige ihn los, Erik. Comparing speaking to Mr. Trumpf. You're nothing but garbage. Yeah. Yeah. You've body slapped my feelings. Hey, ho, 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 ho. Komm, jetzt nochmal eine 8, oder? Oh. Oh, keine 8 mehr. Wow, the cream really rose to the top with that line. What a macho and manly insult, Larry. Kid, you've got the balls. And I love balls. Oh Gott, diese Aussage. Big, juicy, hairy little balls. Was denn jetzt? Ich glaube, er würde dir gerne die Eier kraulen. Und ganz ehrlich, lass sie dir kraulen. Gut. Nein. Ich muss den mal ganz schnell weg, glaube ich. Dieser Typ ist mir unheimlich. Das, okay, ich finde das der perfekte Abschluss für diese Folge. Du meinst, ich darf gehen? Ich bin erlöst, ich werde gekrault. Ja, ich finde das wir beide mit Rumpf in einem schwarzen Kämmerchen. Das wird gut in Folge 5, Erich. Ich sag's dir. Na dann, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Danke, Erik, dass du hier warst. Bei diesem Projekt bin ich mich auf dich angewiesen. Kein Problem, wie immer. Ich brauche jetzt ein Wort zu meiner Hilfe. Ey, Nick, muss die Bezahlung. Die Bezahlung ist, dass du bei Wizard nicht rausfliegst. Ich habe ein Problem. Ich werde hier ausgenutzt. Bitte, Kommentarsektion, befreit mich. Kämpfe meine Arbeitsbedingungen. Lustigerweise wusstet ihr, jetzt kommt ein kleiner Wizard-Funfact hier am Rande. Erik war es, der das Projekt vorgeschlagen hatte. Das war nicht meine Idee. Das war Erik, der alte Jugendallergiker. Also dann. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir schmeicheln Trumpf. Also bitte.